Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Bewerbungen. Und zwar Bewerbungen in der Pflege, wenn die ausbleiben. Das heißt, wenn Sie ein Pflegeheim, Pflegedienst oder Krankenhaus sind und eben Personal brauchen, egal ob Fachkräfte oder Hilfskräfte, dann scheitert es oftmals an den eingehenden Bewerbungen. Ich möchte Ihnen hier ein paar Gründe aufzeigen und wie Sie dementsprechend diese Gründe nutzen können, um das Ganze zu verbessern, dass Sie eben mehr Bewerbungseingänge verzeichnen. Und zwar gibt es hier verschiedene Themen, die hier mit einspielen, warum Sie keine Bewerbung bekommen. Das erste Riesenthema ist das Thema Sichtbarkeit. Das heißt, wenn die Sichtbarkeit nicht gut ist, nicht stimmt dementsprechend, also Sie sind nicht präsent in der Region, dann werden Sie meistens eben keine Bewerbung erhalten. Das bedeutet einfach, dass die Pflegefachkräfte in der Region und Hilfskräfte Sie vielleicht mal kennen, weil Sie auch seit jahrelang in einer Einrichtung, seit 30 Jahren dort sind und diese Einrichtung auch relativ bekannt ist. Und davon gehen Sie jetzt aus, dass die Leute Sie erkennen müssten und dementsprechend Sie auch mal eine Bewerbung bekommen müssten. Aber was hier eben fehlt, ist dementsprechend, dass Sie nicht die ganze Zeit in den Köpfen der Person aus der Region sind, also der Pflegekräfte, der Pflegehilfskräfte, Fachkräfte, dass wenn Sie über einen Wechsel nachdenken, dass die dann auch wirklich an Sie denken. Das heißt, dass Sie die ganze Zeit verfügbar sind durch gewisse Werbeanzeigen auf Social Media zum Beispiel oder auf verschiedenen anderen Online-Plattformen, auf Google, ganz egal wo, aber zumindest in der digitalen Welt, weil Sie kennen es, jeder ist eben mit dem Smartphone unterwegs und dementsprechend haben Sie da die Möglichkeit, bei den Pflegefachkräften immer in Erscheinung zu treten. Und hier haben wir die Möglichkeit, einfach mental zur Verfügung zu stehen als Arbeitgeber. Das heißt, wenn die Person über einen Wechsel nachdenkt, dann, dass sie sich an Sie wendet. Und jetzt gibt es hier auch ja quasi Betriebe, die das mal probieren. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, dann hat das verschiedene Gründe. Der eine Grund ist zum Beispiel, dass Sie einfach mit Ihren Vorteilen nicht attraktiv genug sind. Das heißt, das kann sein, dass Sie generell keine guten Rahmenbedingungen bieten und dann dementsprechend nicht überzeugend sind. Oder in den meisten anderen Fällen ist es so, dass Sie die Vorteile und die Rahmenbedingungen, die Sie haben, einfach nicht gut genug in Szene setzen. Das heißt einfach, dass Sie genauso gleich kommunizieren wie der Wettbewerb in Ihrer Region. Das heißt, wenn man sich Ihre Stellenanzeige oder Ihre Werbung anschaut, dann bekommt die Fachkraft einfach übermittelt, dass Sie eine Pflegeeinrichtung oder ein Pflegedienst sind, wie jeder andere auch. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil Sie unterscheiden sich nicht. Und Sie haben halt eben da die Möglichkeit, alleine durch die Umstellung in der Kommunikation, also welche Vorteile kommuniziere ich wie, haben Sie die Möglichkeit, da einfach attraktiver zu wirken und den Pflegefachkräften und Hilfskräften klar zu machen, dass Sie eben die richtige Wahl sind. Und das ist eben ein Riesenthema, was oft vernachlässigt wird, wo ja die Leute quasi auch gar nicht wissen oder die Betriebe nicht wissen, ob es dann auch daran liegt, wenn es nicht klappt. Das kann man messbar herausfinden, wenn man hier den richtigen Weg geht. Da können wir gerne in meiner kostenlosen Beratung drauf eingehen. Aber wir können regelmäßig identifizieren, woran liegt es, wenn eine Kampagne zum Beispiel oder eben die Strategie für eine Einrichtung nicht den gewünschten Erfolg bringt. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo man dann sagen muss, okay, da muss man halt dementsprechend Sachen dran ändern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Werbematerial, womit man arbeitet. Wenn Sie als Arbeitgeber nach draußen ja sich in Szene setzen wollen und die Pflegefachkräfte in der Region dementsprechend ja Sie irgendwie wahrnehmen wollen, dann dürfen Sie natürlich nicht mit Stockbildern oder sonstiges gekauften Materialien arbeiten, sondern sollten in der Regel eigene Bilder verwenden. Ja, dass die Leute dementsprechend auch diese Atmosphäre, die sie bieten, weil das kann auch ein Vorteil sein, aber diesen Vorteil kann man noch viel besser dementsprechend rüberbringen, wenn man das durch Bilder präsentiert oder durch Videos, dass sie eine gute Teamatmosphäre haben, ja, dass es den Leuten gut geht, dass sie mit die Leitungsebene richtig gut mit den Leuten ist. Das können sie super über Werbematerial eben präsentieren. Und da sollte es zum Beispiel Videos geben oder Bilder von den Personen, die bei Ihnen arbeiten. Und da können Sie halt natürlich einiges in Szene setzen. Das ist halt dementsprechend auch ein Punkt, den Sie optimieren können, wenn Sie einfach keine Bewerbung bekommen. Was aber auch noch mit eine Rolle spielt, was viele vernachlässigen, ist der Ruf. Das bedeutet, wenn Sie jetzt einfach hingehen und dementsprechend hier in die Sichtbarkeit gehen und Werbung schalten, aber einen schlechten Ruf einfach haben, das heißt,
Da gab es mal eine Leitung, die dementsprechend nicht so eine gute Arbeit durchgeführt hat, mit den Pflegekräften nicht so gut war, und das hat sich jetzt in der Region dementsprechend in der Region, ja, immer wurde das präsenter angesprochen unter den Pflegekräften. Die Leute kennen sich, wenn sie dann noch eine kleine Region haben, dann geht das umso schneller. Dann ist es oft so, dass sie hier auch erstmal daran arbeiten müssen, dass dieser Ruf dementsprechend auch, ja, sich verbessert. Das heißt, dass man halt wirklich in Szene setzt und sagt, hey, hier hat sich was verändert, hier gibt es jetzt eine neue Leitungsposition, dass die Leute aus der Region auch verstehen, alles klar, das ist jetzt was anderes. Ich habe zwar ein paar Sachen in der Vergangenheit gehört, aber das ist da jetzt nicht mehr so. Da müssen sie darauf achten und sowas auch in Szene setzen. Nur dann kann auch dementsprechend, können sie hier, ja, eine große Bewerbungszahl, also die Bewerberzahl kann dann auch steigen, wenn hier diese Aspekte dementsprechend berücksichtigt werden. Und es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, woran das liegt, wie Sie hier sehen. Also hier sehen Sie schon 1, 2, 3, 4 Stellschrauben, die Sie letzten Endes, an denen Sie drehen können. Es gibt aber auch noch eine weitere Stellschraube, und das ist zum Beispiel die Botschaft, die Sie nach außen bringen. Das bedeutet, Sie können auf der einen Seite Werbeanzeigen oder Werbung veröffentlichen, wo es nur darum geht, dass Sie Personal suchen, dann Ihre Vorteile auflisten. Aber Sie haben hier die Möglichkeit, wirklich, ja, psychologisch in die Tiefe zu gehen und Leute in die Wechselbereitschaft zu bringen aus der Region. Das heißt, die haben vorher gar nicht darüber nachgedacht, sind vielleicht etwas unzufrieden, und jetzt ziehen Sie das in Erwägung durch Ihre Botschaft, die Sie nach außen kommunizieren. Auch hier haben Sie riesen Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern und dann dementsprechend, ja, so zu kommunizieren, dass die Fachkräfte wirklich dann, ja, in diesen Gedanken kommen, zu sagen, hey, es ist gar nicht überall gleich, in jeder Einrichtung, in jedem Pflegedienst, sondern hier wird irgendwas anders gemacht. Und oftmals reicht es sogar, dass man hingeht und sagt, alles klar, wir verbessern eben nur die Sichtbarkeit, dann klappt es. Aber nicht immer. Das bedeutet, vielleicht haben Sie schon mal Erfahrungen gemacht mit einer Agentur oder mit Werbung oder irgendwas versucht und es hat nicht geklappt. Dann kann es eben sein, dass irgendwo hier an dieser Stelle oder an dieser Stelle ein Fehler gemacht wird oder das nicht richtig behandelt wird. Und es reicht oftmals, dass zum Beispiel nur zwei dieser Dinge richtig gut gemacht werden, und dann dementsprechend werden Sie auch mehr Erfolge haben. Also es ist nicht immer notwendig, alles jetzt richtig perfekt zu machen. Es hilft natürlich dann enorm, dann sind Sie bestens aufgestellt. Aber es reicht, wenn Sie zwei Sachen richtig, richtig gut machen, und dann sehen Sie auch bei den Bewerbungen wirklich eine riesen Steigung. Aber das Ganze wird meistens vernachlässigt und wird dementsprechend, ja, gar nicht erst verändert oder verbessert. Aber wenn Sie halt nur eine Sache davon nehmen und die mal fokussiert überarbeiten für sich in Ihrem Marketing, dann werden Sie einen riesen Hebel haben. Aber es gibt dann letzten Endes natürlich noch andere Sachen, die dann mit einspielen, weil wenn Sie die Bewerbung haben, dann geht es letzten Endes auch darum, dass auch noch eine weitere Sache stimmen muss, und das ist hier der Bewerbungsprozess. Das heißt, Sie können hier überall gut sein, an jeder einzelnen Stelle letzten Endes, auch die Vorteile, Werbematerial. Wenn Sie hier ein Problem haben beim Bewerbungsprozess, dann werden Sie unterm Strich auch keine Einstellung verzeichnen können. Sie müssen diese ganzen Aspekte für Ihren Betrieb jederzeit, ja, im Hinterkopf haben. Wenn Sie keine Bewerbung haben, sich anschauen, woran kann das liegen. Wenn Sie mit einer Agentur arbeiten, sollten Sie immer genau auch da in die Analyse gehen und einfordern, hey, woran liegt es denn gerade, was können wir anders machen, was können wir besser machen. Und da müsste dann dementsprechend sich auch was verändern. Wenn Sie hier Unterstützung brauchen, einfach mal weitere Impulse, wie Sie das für sich verbessern können, melden Sie sich gerne einfach unter www.pflegekraft.de. Können wir gerne individuell drüber schauen. Aber mit diesen Aspekten, wenn man das berücksichtigt, ist es nicht die Frage, ob so etwas funktioniert für Sie, dass Sie jetzt mehrere Pflegefachkräfte einstellen können oder Hilfskräfte in weniger Zeit dementsprechend, in wenigen Monaten, sondern nur, es ist eine Frage, wann Sie das machen, weil Sie immer genau wissen, was ist der nächste Schritt, und Sie müssen halt dann dementsprechend einfach nur agieren und hier auf diese Sachen eingehen, und wenn Sie das machen, dann werden Sie da auch erfolgreich sein. Deswegen melden Sie sich gerne, wenn Sie Unterstützung brauchen, wenn Sie Personal brauchen, dann schauen wir, wie sowas für Sie aufbauen können. Wir haben hier natürlich ganz viele spannende Insights aus über 230 Unternehmen in den letzten, ja, 4,5, 5 Jahren jetzt ungefähr, wo wir das Ganze aktiv in der Pflege machen. Und ja, wir freuen uns auf Ihren Kontakt.